Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Bottle Cap Quest of the End Times. Nein, Quatsch, Konvoi. Continue this game. Schön. So, mein Konvoi sieht eigentlich super im Schuss aus, aber trotzdem, es ist diese Bottle Cap Quest, die mich gerade so ein bisschen in Wahnsinn treibt. Ich folge den Bottle Caps ja jetzt schon seit, ich weiß nicht wie vielen Wegmarken. Okay, das Payback-Ding von den Rädern, das lasse ich erstmal. Das ist zu weit entfernt. Ich habe jetzt wieder keinen Sprit mehr. Yay. Ja, mit Drama haben sie. Okay, offensichtlich werde ich von irgendjemandem angegriffen, aber kriegt nur Schaden. Das ist das. Okay, man rätscht ein bisschen rum, tritt gegen das Hauptkonvoi-Vehikel. Ein Panel bricht ab und enthüllt ein Versteck mit Treibstoff. 9 Treibstoffeinheiten kriege ich. Du machst eine mentale Note, deinen kommandierenden Offizier zurück auf hinten auf dem Raumschiff zu informieren. Doch, du machst eine. Jetzt. Das, wenn man auf eine Flyer übersetzt, ist man ein bisschen doof. Du machst dir eine mentale Note, also eine Notiz, deinem kommandierenden Offizier mitzuteilen, dass er dir das nächste Mal über so einen Scheiß informieren soll. Oh Mann! Verstecken die Treibstoff im Auto. Naja, es hat immerhin gereicht, um hierher zu kommen. Reparaturen durchführen. Shoppen gehen wir auch nochmal. Aber Treibstoff kaufen. Fat Sky ist Golden Car. Ja. Ich habe übrigens nachgelesen, also in der Wiki steht noch nicht wirklich viel über Konvoi, aber offensichtlich ist das Golden Car das Einzige, was man kriegt, wenn man den Vehicle-Preis gewinnt bei dem Casino. Was natürlich ganz nett sein kann, wenn man einem einfach Konvoi-Vehicle fehlen. Aber ansonsten ist diese Karre einfach scheiße Müll. Schrott, Dreck. Ich hätte nicht über den Berg fahren sollen. Eine Überwachungsdrohne folgt mir. Ich schieße sie ab. Und 21 Schrott gesammelt. Zurückfahren tue ich jetzt nicht nochmal. Bottle Caps, here goes nothing. Und schon wieder Privateer, die offensichtlich in den Bottle Caps her sind. Das hatte ich doch schon mal. Egal, Sprit nehme ich immer. Du kriegst die Gauss in die Fresse, du kriegst die Lidstrohne und die Lidstrohne. Da ist schon mal der erste, der das zeitlich gesunken hat. Das sieht nicht aus, als würde das jetzt ein ernsthaftes Problem noch haben. Aber mich nervt, dass jetzt jedes Mal die Panzerung vom Hauptkonvoi-Vehikel runterbrezelt. Das ist nervig. Oh, ein ballistischer Computer. Den kann ich in der Tat gebrauchen. Und nochmal verdoppelte ich den Vorrat am Bottle Caps. Ich frage mich, ob das jemals endet, ob das so ein Ding ist, das immer wieder im Kreis läuft. Und einen immer wahnsinniger werden lässt, bis es dann irgendwann doch mal nicht zu Ende ist. Payback Time ist näher dran. Ich gehe mal über das Signal hier. Ah ja, wieder die Hitze macht mein Auto zu schaffen. Ich versuche Treibstoff rauszuhauen. Über Schrott rauszuhauen und mein Internet cool zu halten, also behalte ich meine Sachen erstmal. Ich habe gerade irgendwie ein Geräusch gehört im Hintergrund, aber ich habe keine Ahnung. War das mein Handy? Nee. War was anderes. Ah ja, der alte Saloon. Ich gehe rein. Ich trinke nicht. Niemand toucht die Dinger. Ich verhöre die beiden. Ich erschieße. Ich erschieße die Frau. Ich kriege 21. Ich schreibe mal das. Okay, ich kann jetzt nicht nochmal irgendwas. Okay, die Räder wurden vertrieben, kriege alles, was ich schreibe, weil ich am Leben gehabt habe. Vielleicht sie beide erschießen sollen, die Räder auseinandernehmen sollen. Hätte mir Treibstoff gebracht und dann hätte ich wahrscheinlich noch irgendwas im Saloon gefunden.
Naja, im Nachhinein. Beim nächsten Mal schießen sie einfach beide. Ach, der treibt schon wieder alle. Radarschirm aufmachen. Zivile Fahrzeuge. 75 für 34? Lass mich das mal eben kurz überschlagen im Kopf. Das sind 75 Schrott durch 34 Treibstoff. Das sind... Was ist das für ein Preis? Ich müsste zahlen für 35 Treibstoff mal 10, 350, glaube ich, oder so, ne? Hm. Wir blasen sie in Stücke, wenn wir sie näher kommen. So, keine Überlebenden. Ich habe 12 Flüge gekriegt und ein bisschen Schrott. Und musste nichts zahlen. So. Okay, offensichtlich sind hier wieder ein paar Leute, Raider, die hier im Hinterhalt hocken. Ich hinterhalte sie mal. Aha. Super, ich habe eins ihrer Fahrzeuge zerstört, aber es gibt trotzdem einen Kampf. Kann ja auch nicht anders sein, dass sie dann halt mit einer Horde trotzdem noch ankommen. Du laserst ihn, du blastest ihn, du wirst auseinandergeschraubt. Reparieren brauche ich nicht. Du kriegst einen reingedeppert, du nimmst ihn auseinander, du fährst nach vorne und nimmst ihn auseinander. Einmal dieses Rum-GEMP. Aber dahin, die Drohnen bauen wieder was auseinander hier. Naja, egal, das ist ein schwerer Schaden. Oh, Schrott. Alter Pulslaser, ich nehme den Loop mit. 23 Treibstoff wieder angesammelt. Dann kann ich schon ein bisschen durch die Wüste fahren. Nehmen wir uns mal das Radiosignal vor. Also meine Fahrzeuge sind jetzt echt nicht schlecht ausgerüstet, zumindest. Caesar Shop Shop, ich erschieße ihn. Fertig. 31 Dings und 7 Dings. Das ist der Typ, der mir die Rüstung runterpult für ein bisschen Schrott. Und ich glaube, es kostet immer noch mehr, das wieder zu reparieren, als was ich rauskriege. Ah, eine willkommen in der beliebte Raider Ambush Zeit ist das hier, weil hier lauter Körper und Fahrzeuge rumliegen. Lass sie kommen. Ich kann immer ein bisschen Treibstoff gebrauchen. Yes. Du dahin und auf ihn. Du bleibst einfach da, wo du bist. Du fährst hier hoch und nimmst den Minigun auseinander. Und kriegst Support von dem Teil. Hat irgendeinen EMP drauf? Der hat einen EMP drauf. Aber ist nicht wichtig. Der kriegt und die andere Lichtstrohne geht dahin. Reparaturen? Nicht notwendig. Außer man auch kommt mit dem. Ja, der Stuntman, Leute mit der EMP-Kanone, nicht manchmal ein Wolldiegel. Das ist zumindest begrenzt als Erfolg zu verzeichnen. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch ein bisschen... Na, kriege ich noch Reparatur aus? Nee, leider nicht, schade. Egal, Loot geht immer. Auf zu den Bottle Caps. Wir haben sie in greifbarer Nähe. Ein Raider-Signal. Ich investigiere. Achso, nee, stimmt. Das ist ja nicht die Bottle Caps, sondern die Payback Time. Ah, okay. Er hat wieder seinen Treibstoff erheizt und resist darum. Okay, ja. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht kommt da irgendwas bei rum. Ah ja.
hätte mir beitreten können. Na, aber er wollte nicht und er wird wohl auch nie. Nein, niemals. Horrible. Okay. Gut. Verschwendeter Treibstoff, aber naja, das ist ein witziger kleiner Dialog mit einem selbst. Und mir geht der Sprit schon wieder aus. Das ist auf höheren Spielkarten offensichtlich immer ein Problem, dass einem der Sprit ausgeht bei dem Spiel. Und fahrende Karawane, ich greife sie einfach mal an. Da kommt meistens mehr bei drum rum, als wenn ich mit den Leuten noch was verhandle. Mit dem beschäftige ich mich am besten gar nicht, sondern gebe ihm einfach nur die Drohnen an den Hals. Du kriegst den, du kriegst den, du gehst hier runter und bombardierst den mit dem Chaos und du gehst hier hin und machst den alle. Soweit. Leechen wir noch mal ein bisschen. Na, er wird wahrscheinlich gleich von dem Wrack seines Kollegen zerlegt werden. Oder auch nicht. Hey, was kann ich tun? Der Dirt ist überall. Ja, Captain? So, reicht. Du wirst nicht weiter auf meinem Komma wie. Oh, Scheiße! Okay, mal 10 Treibstoff rausgeholt. Oh, gerade rechtzeitig. Ich habe da nicht drauf geachtet. Verdammt. Okay, das da unten. Nächstes Camp ist da. Aber könnte eventuell sogar das Raumschiff sein, oder? Na, sieht nicht so aus. Und der Treibstoff ist aus. Weiter. Und ich werde wieder angegriffen und zusammengeschossen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vor allem, weil einer meiner Drachen eins abgekriegt hat. Okay, nehmen wir mal irgendwas auseinander, was nicht so wichtig ist. Und nicht so viel Schaden macht. Ja, das Gauswasser versagt leider. Nur schnell die Leute auseinandernehmen. Der Drache kriegt zu viel Schaden gerade. Ich muss das Konvoi-Vehikel unbedingt beschützen vor dem Mist hier. Den nun nehme ich mit. Oh, Treibstoff. Hauptsächlich Treibstoff. Das ist gut. Erstmal zum nächsten Camp. Ich muss jetzt versuchen, Kämpfe auszuweichen, weil das von Volvehikel einfach nicht mehr aushält. Da ist das Camp. Ach, das ist das, was ich aus der Nähe des Drachen hatte. Campen! Oh, Mann. So, dem fehlt ja noch ein Modul. Deswegen habe ich das Teil mitgenommen. Im Shop ist nur dieser dämliche Drecksbuggy, der bringt mir auch nichts. Reparieren wir erstmal das Konvoi-Vehikel. Den Mülleimer hier, der hat kaum. Der ist am besten, weil diese Schilde sind definitiv sehr lohnenswert. Ja, nehme ich den Laser vielleicht auf eins der anderen Systeme drauf. Ich glaube, das mache ich bei dem hier. So, jetzt habe ich erstmal eine ganze Weile keine Treibstoffprobleme mehr, glaube ich. Oh, yeah. Bottle Caps. Ein einzelnes Torwart für dich in der Nähe. Ja, scheiß drauf.
angreifen und das ganze Einheit, bla bla bla, Klopfen-Technologie, bla bla bla. Torvex sind mir langsam so ein bisschen am Arsch vorbei mit dem Scheiß. Ich mach sie einfach platt und fertig. Yes, lol, ein Schuss von dem Gauss und ein Schuss von dem Gauss und weg war der Kleine. So, jetzt schrotten wir dich da mit den Drohnen. Seine Schild kaum gejuckt. Nichts rausgekriegt dabei, also scheiß drauf. Und da ich noch im Camp bin, kann ich gleich diese Panzerung wieder drauf brezeln. What the fuck? Das ist doch total Bullshit. Sobald ich irgendwie Panzerung wieder drauf habe, kommt irgend so ein Horde an und bläst mir die Panzerung wieder runter. Also ich werde das nächste Mal definitiv die Lebensenergie aufwerten, weil die scheinbar länger und mehr aushält als die Rüstung. Und neue Location. Das sind wieder Privateers, die noch mehr nach Bottle Caps suchen. Das scheint immer noch dieses. Ich glaub da nicht mehr dran, dass ich irgendwas Sinnvolles aus diesen Bottle Caps rauskriege. Die Karte ist verflucht. Wow, das hält ja nicht mal einen Einschuss von dem Gauss-Ding aus. Ich glaube, ich sollte mich in Zukunft ein bisschen mehr auf Fahrzeuge konzentrieren, die offensichtlich Plasmawaffe an Bord haben. Oder was hat bitte schon so derbe fucking schnell die mich hier Panzerung runtergeschält? Das geht auf keine Hamsterhaut. Noch schade, er hätte jetzt eigentlich da bleiben können. Raketenartillerie. Mehr Bottle Caps und nochmal verdoppelt. Ja, ist klar. Ja, es ist Raider-Territorium. Hat jetzt alles rot. Das kann nur ein Raider-Territorium sein. Danke, Spiel, für diese sinnlose Information. Ich muss mal eben hier. Ne, jetzt die Rüstung. Das ist Herz. Lüf. So. Jetzt kann ich zwar die Panzerung nicht auffüllen, aber scheiß drauf. Ich mache jetzt noch einmal dieses Battle Cap Ding, ansonsten mache ich sie, wenn es halt mal gerade in der Nähe ist. Und ich konzentriere mich dann auf meine Quest. Dann müssen wir an der Seite der Straße. Da ist eine Bombe! Mit einem piependen Geräusch. Ich gehe raus und. Meine Fahrzeuge sind trotzdem von dem Blast getroffen worden. Oh, das ist auch neu. So eine Bombe am Wegesrand. Ah ja, wieder ein Einsiedler, der hier in der Gegend rumwuchelt. Mit der Battle Cast haben. Und er geht zirkuliert und schickt mich wieder weg. Return of the Battle Cast, ist das nicht neu? Könnte es sein, jetzt doch endlich mal die Entlohnung für all die Sachen, weil vorher war es immer Bottlecaps, Bottlecaps, Bottlecaps. Jetzt Return of the Bottlecaps. Es ist die Fortsetzung der Bottlecaps. Okay, wieder ein Haufen Raider und... Was soll ich anderes machen, als sie auseinandernehmen? Ich meine, da gibt es keine logische Wärme. Ich nehme mal von das Spiel raus. Sie daneben geschossen. Leechen wir doch mal bei diesen Säcken. Lol, der hat es auch geschafft, die andere Seite zu fahren, bevor er explodiert ist.
Oh, der Arme. Komm schon. Bam! Ach, es ist wieder King Killer mit dem verfluchten Schachspielen. Ich erledige sie einfach. Und als Belohnung kriege ich einen Heavy Pulse Laser. What the? Oh. Light Pulse Laser, Heavy Pulse Laser. Damit ist der Panzer am stärksten ausgerüstet in meiner Truppe. Und ich kann mal eben hier die Plasma-Wumme ersetzen durch noch einen Laser. Sind das nicht alles? Oh, das sind Heavy Pulse Laser alles gewesen, stimmt. Also waren die gar nicht so schlecht ausgerüstet. Nein, return. Und verlassen das Camp. Ich will jetzt eben die Bottle Caps machen, ja? Dann hätten wir die Folge. Ich will diese Bottle Caps loswerden. Es kann nicht sein, dass ich tonnenweise Bottle Caps in meinem Fahrzeug ansammeln. Das geht nicht. Das ist wieder der Natur von Bottle Caps. Gerade sie. Ach, dann erledigen wir sie mal eben schnell. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ist mir egal. Bottle Caps müssen weg. Bottle Caps. Na toll, irgendwie. Schwierig, die ist so schnell runter. Ist das die Kanone hier? Oh ja. Was auch immer das ist. Ist das eine Schnellfeuerplasma-Kanone oder was? Hallo? Yes, Captain. Könnt den mal eben erledigen. Puh, da gibt es eine Menge Schädel wieder. Komm schon, die Bottle Caps müssen verschwinden. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Camp. Repairs. Shop, was hast du zu bieten? Ein paar Waffen, das war's. Ah, Bottle Caps. Ah, Privateers. Geht mir aus dem Weg. Und irgendjemand im MP dabei oder sowas? Ne, dann gib dem das. Du kannst den. Und du kannst den da hinten. Du nimmst einfach den. Yes, Captain. What can I do? Kopf aus der Reichweite, schade eigentlich. Lied schon mal dich nochmal weg. Und schweißen ihn weg. Eine super Heavy Raygun. Dann ist natürlich jetzt die Frage, ob ich vielleicht einer meiner Lichtstrohnen ersetze. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Oh, es ist absolut nichts hier. Oh, und weiter geht die Reise mit den Bottle Caps. Die Bottle Caps sind unser Meister. Und die Bottle Caps sagen,
Wir verabschieden uns für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.